Schönen guten Tag und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie sehen den ING Markets Chart Flash für Montag, den 19. Juni. Mein Name ist Ronald Gehrt, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Das Thema Euro-Dollar. Wenn man dem DAX und den anderen Euro-Börsen Glauben schenkt oder den Kommentatoren zu der Thematik, dann ist es die Frankreich-Wahl gewesen, die dazu geführt hat, dass die Euro-Börsen heute Vormittag zum Wochenstart kräftig zulegen. Wenn man sich den Euro ansieht, dann allerdings muss man diese Frage noch einmal neu stellen und sich sagen, das kann es nicht gewesen sein. Erstens mal davon abgesehen, dass das Wahlergebnis ja nicht so stark ausgefallen war, wie man das ursprünglich vor dieser zweiten Wahlrunde zur Parlamentswahl eigentlich erwartet hatte. Und weil der Euro nicht entsprechend reagiert. Was wir hier sehen, ist ein Chart des Euro-Dollar-Kurses auf Stundenbasis seit Anfang Juni. Wir sehen, dass die US-Notenbank-Entscheidung starke Bewegungen ausgelöst hat und der Euro-Dollar-Kurs ganz unmittelbar unter der 1,13, die charttechnisch alles andere als unwichtig ist, wieder nach unten abgewiesen wurde, nachdem er zuvor wie eine Rakete dorthin gelaufen war. Dann gab es allerdings Abgaben und die haben nicht in eine Rallye gemündet, als heute Morgen der Handel begann, als klar wurde, wie sich die Situation nun im französischen Parlament darstellen wird. Und eigentlich hätte der Euro reagieren müssen. Das hatte er Ende April ja auch getan, als man Hand in Hand mit den Aktienmärkten das Vorwahlergebnis zur Präsidentschaftswahl am 24. April gefeiert hatte. Das sehen wir hier. Ende April gab es diesen kräftigen Sprung des Euro, mit dem Argument, mit dieser Entwicklung in Frankreich würde sich die Situation für Europa verbessern und das würde bedeuten, dass ausländisches Kapital doch vermehrt wieder den Blick auf Europa wirft. Und ob man nun Aktien oder Anleihen in Europa kaufen möchte, außerhalb der Eurozone-Währung, muss man sich erstmal die Währung besorgen und dann kann man einsteigen. Also implizierte man daraus eine steigende Nachfrage. Das blieb am heutigen Montag aus und der Euro-Dollar-Kurs damit auch unter der 20-Tage-Linie, die, nachdem die Reaktion auf die US-Notenbank am Mittwoch abverkauft wurde, durch den Abschlag des Donnerstags letzter Woche unterschritten wurde. So betrachtet muss man da eine hochgezogene Augenbraue beibehalten, was die Rallye in Europa am Aktienmarkt angeht. Das dürfte vielmehr auf den Verfalltermin zurückzuführen sein, aber das sehen wir uns gleich an. Erstmal Euro-Dollar. Da geht es um die 1,13. Wenn man es pingelig nimmt, die 1,1299. Das war nämlich der Punkt, an dem Euro-Dollar am 9. November scharf nach unten drehte. Zuerst wurde der Dollar verkauft wie sauer Bier, als klar wurde, Trump hat die Wahl gewonnen. Aber dann hat man sich eben entschlossen, womöglich eben auch mit tätiger Beihilfe großer Adressen, die verhindern wollten, dass es zu einem Crash kommt, insbesondere am Aktienmarkt, die Sache positiv zu sehen. Und schon stieg der Dollar, sprich fiel der Euro-Dollar-Kurs. Und diese Marke zu überwinden, wäre symbolisch betrachtet natürlich heftig, weil das würde heißen, okay, am Devisenmarkt ist die Trump-Rally schon längst vorbei, am Aktienmarkt noch nicht. Diese Nicht-Reaktion der Euro-Dollar-Relation ist aber nur ein Aspekt einer momentan ziemlich verwirrend wirkenden Situation, weil man hat den Eindruck, dass wie an einer Mehrfachleine Hundewelpen versuchen, in alle Richtungen gleichzeitig davonzulaufen. Da ist kein einheitliches Bild da. Das hier ist mal neutral. Das hier wäre für den Aktienmarkt klar bullisch, nämlich ein klar unter Druck stehender Goldpreis, der beim Versuch, die 20-Tage-Linie zurückzuerobern, auch noch im Wochenverlauf letzte Woche am Mittwochabend auch abgewiesen wurde. Da hätten die Bären das Zepter in der Hand und würden es auch noch etwas fester in der Hand halten, wenn die 1236, 1235 diese Zone unterschritten würde, nämlich damit die Dezember-Aufwärtstrendlinie in Verbindung mit der 200-Tage-Linie. Diese Kreuzunterstützung zu unterschreiten, mag das Ziel der bärischen Seite sein, die immerhin den Rückenwind hat, genau auf Höhe des Aprilhochs den Goldpreis wieder gedrückt zu haben. Ob das gelingt, wird sich erweisen, wird aber auch eine wichtige Indikation sein, in welche Richtung sich jetzt diese Situation am Aktienmarkt auflöst.
Für die Eurobörsen ist es im Moment nicht so volatil, weil man nicht so recht weiß, in welche Richtung man gehen soll, was allerdings von der Wall Street abhängt. Da sollte man heute und in den kommenden Tagen ganz genau hinsehen. Denn das hier, der Dow Jones, das zeigt ein eindeutig bullisches Bild ohne jegliche Probleme. Nach einer schönen Konsolidierung oberhalb des Juni 2016 Trendkanals hat der Dow Jones das Anfang März markierte vormalige Rekordhoch bei 21,169 zuletzt überwunden und sich ordentlich ein bisschen nach oben abgesetzt. Schön absicherbar auf Höhe der 20-Tage-Linie im Bereich 21.120 etwa, so dass man bei 21.1 einen Stop ansetzen könnte. Denn würden diese beiden Linien das Märzhoch nebst 20-Tage-Linie brechen, dann wäre das natürlich erstmal problematisch und unter dieser grünen oberen Begrenzung des Trendkanals und damit dann doch nach einem Break in diesen Kanal hinein, wäre der Dow Jones sogar eine Short-Position wert. Aber im Moment ist er ja ungetrübt bullisch. Das wäre jetzt überhaupt kein Problem, könnte man abhaken und zur Kenntnis nehmen, wäre nicht das hier. Das ist der Nasdaq 100. Die Blue Chips im Dow Jones und die des Nasdaq 100 sind in kleinen Teilen übereinstimmt. Microsoft, Cisco Systems, Intel, Apple, die sind in beiden Indizes drin und kamen unter Druck in der vergangenen Woche, auch wegen dieser Studie von Goldman Sachs, die eine gefährliche Konzentration der Marktteilnehmer auf nur zu wenige Top-Titel der Nasdaq als Risiko hervorhoben. Das heißt, beim Dow Jones hat man alles andere gekauft, um die Verluste dort dieser Vertreter auch aus dem Nasdaq 100 auszugleichen. Beim Nasdaq 100 half das nicht. Der kämpfte weiterhin mit der unteren Begrenzung dieses Dezember-Aufwärtstrendkanals, die er im Vorfeld nicht nennenswert hatte überwinden können. Hier also Kampf um Unterstützung und beim Parallelindex quasi beim Dow Jones der Kampf um neue Allzeithochs, das passt nicht zusammen. In eine der beiden Richtungen muss sich das Ganze auflösen. Euro-Dollar gibt da keine Indikation oder Vorlage. Der Goldpreis wäre eher bullisch und würde sagen, okay, jetzt geht's nach oben weg, aber dazu müsste erst dort beim Gold die entsprechende Kreuzunterstützung auch noch fallen. Wie gesagt, 12,35, 12,36. Welche Seite nun gewinnt, ist also offen. Und da wir einen Verfalltermin am Terminmarkt hatten am vergangenen Freitag, ist das noch ein zusätzliches Fragezeichen. Denn dass der zumindest beim DAX und beim Dow Jones gestützt hat, das war unübersehbar. Hatten wir heute Morgen schon im Morning Call anhand der Umsätze hervorgehoben. Bei derartig großen Umsätzen war klar, der Verfalltermin war immens wichtig und hat gestützt. Das konnte man beim Dow Jones ja gut sehen, beim DAX nicht so extrem, weil der eben hier zwischen den Stühlen saß, weil man nicht wusste, was machen wir denn nun? Sollen wir denn der Nasdaq folgen, sicherheitshalber aussteigen oder einfach so tun, als wäre nichts, wie es beim Dow Jones ja so wunderbar zu gelingen scheint? Den DAX schauen wir uns jetzt an. Das ist das Bild von heute. Der Versuch, aus diesem Aufwärtstrendkanal von Anfang des Jahres nach oben auszubrechen, den wir hier schon mal hatten, Anfang Juni und vergangene Woche, der wurde unternommen. Zur Stunde, zur Mittagszeit, ist dieser Ausbruch aber noch nicht gelungen. Das heißt, wir sind noch nicht über den Kreuzwiderstand aus der oberen Begrenzung dieses Trendkanals und dem Zwischenhoch vom Mai hinausgekommen. Das sah zwar am Anfang relativ gut aus, dann aber gab es so gegen 11.15 Uhr, 11.30 Uhr auf einmal Verkaufsdruck. Das sind zwar dann auch nur 40 Punkte gewesen, aber es hat zumindest gereicht, um erst einmal diese kurzfristige Euphorie auszubremsen, zu sagen, na, vielleicht wird es eben doch nicht so leicht werden. Darauf kommt es an. Sollte es der DAX diesmal schaffen, auf Schlusskursbasis darüber zu schließen, dann wäre das zumindest für kurzfristige Positionen auf der Long-Seite eine Möglichkeit. Das müssen wir uns heute Abend angucken, Ihnen morgen früh quasi berichten in der nächsten Ausgabe des ING Markets Morning Call. Sollte das aber misslingen, dann müsste man weiterhin das Augenmerk auch auf die Short-Seite richten. Ob es opportun wäre, bereits mit dem Break der 20-Tage-Linie auf Schlusskursbasis eine Short-Position einzugehen oder ob man abwartet, bis diese Handelsspanne nach unten verlassen ist oder gar der Aufwärtstrendkanal an sich, das kommt auf die Gemengelage als solche an. Wenn aber alles passt, kann man natürlich auch auf höherem Niveau hier schon auf der Shortseite einen Versuch wagen. Aber noch ist natürlich dieser Tag jung. Wir sind erst bei der Mittagspause. Das heißt, da kann noch einiges heute Nachmittag passieren, abhängig davon, was der Goldpreis macht. Abhängig davon, wie es an der Wall Street weitergeht und wer sich da durchsetzt. Die Nasdaq-Bären
oder die Dow Jones Bullen. Bleiben Sie dran, wir sind morgen früh wieder für Sie auf Leitung. Bis dahin aber noch einen schönen Montag und